So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Ich möchte dem Nasendeck nochmal einen Run geben. Ich habe es noch nicht verändert, das wollte ich ja eigentlich machen, habe ich aber noch nicht, bin noch nicht dazu gekommen. Ich hatte nämlich letzte Woche unheimlich viel zu tun. Die letzte Woche war ein einziges Stress-irgendwas. Es hat unheimlich genervt, aber diese Woche wird etwas entspannter. Was mich persönlich sehr, sehr freut. Man muss auch mal ein bisschen entspannen. Und das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Kann ich auch jedem von euch sagen. Nehmt euch die Zeit zum Entspannen. Auch wenn ich immer noch ein bisschen aufräumen müsste. Aber das ist ja nicht so wichtig. Erstmal muss ich mich ein bisschen ums Geld verdienen kümmern. Das ist, glaube ich, deutlich wichtiger. So, ich könnte mal ein paar Nasgnet gebrauchen. Geht doch. Also manchmal muss man es einfach nur sagen und es funktioniert. Und es ist schon wieder recht warm, aber es kann sein, dass es nur in meiner Wohnung warm ist. Ja, draußen ist angeblich nicht so warm. Vielleicht soll ich einfach mal mein Fenster aufmachen. Was haltet ihr denn davon? Da unser Gegner eh einen Moment braucht, um zu spielen. Okay, natürlich schafft er es jetzt, seinen Zug genau zu beenden. Wie viel Schaden macht er? Maximal 50, oder? Er macht Schnabelfang, wieso? Dann legt er bis zu 2 Karten. Okay. Ist in Ordnung. Obwohl, eigentlich hätte ich es erst zurückziehen sollen. Obwohl, ne, man kann, er hat immer noch einen Rückzugskoste. Das ist dann okay. So, dann ziehen wir nämlich jetzt mal komplett neu. Da ist die Galamine und das Voluminas. Also eigentlich perfekt. Besser geht gar nicht. So, jetzt müssen wir bloß noch ein weiteres Nasgnet besorgen für Ersatz. Das halt gerade irgendwie nicht da ist. Aber ist egal, das andere Vieh kann eh noch nicht angreifen. Vermutlich. Wir machen genau 100 Schaden, noch so ein Schlag und das Vieh ist weg. Und das ist auch das Schöne mit den Tech-Teams. Oder hier so einem großen Relaxer, das hat halt 4 Rückzugskosten schon normal. Und wenn man dann nochmal die 2 Rückzugskosten zusätzlich hat, 6 Rückzugskosten. Das ist halt schon eine andere Hausnummer. Außerdem ist mein Fenster jetzt offen. Das heißt, jetzt kriege ich hier endlich mal angenehme Temperatur in meine Wohnung. So. Tut mir leid, dass ihr da kurz nichts gesehen habt. Da sind wir jetzt mal alle gespannt. Der hat ja echt viel draußen. Obwohl, wenn du deines Zuges kannst du 20 Schadenspunkte bei deinem aktiven Pokémon heilen. Das ist natürlich ungünstig. Haben die auch standardmäßig 4-3? Okay, geht auch. Oh Gott, sie gehen zum Angriff über. Aber wir haben unser Ersatznasgnet, das ich hier eigentlich wollte. So, mal gucken, ob wir noch mehr kriegen. Noch nicht hilfreich. Sieh mal, auch wenn sie uns auch nichts bringt, weil ich möchte den ganzen Kram eigentlich nicht wegwerfen. Nee, hat uns alles nichts geholfen. Schade. Aber wir machen immer noch die 130 Schaden. Trotz gesunkenem Schaden.
Also es reicht auf jeden Fall, um dem Vieh den Gnadenstoß zu geben. Ach nee, Moment, er kann ja heilen. Dann reicht's doch nicht. Aber der kann. Ja, der starke Angriff, der braucht 4 Energie. Dann passt das. Okay, er hat spontan 4 Energie bekommen. Dann passt das doch nicht mehr. Nehmen wir mal die Rollerskaterin mit. Da kommt nochmal Luftpost. Ja, warum nicht noch eine Galamine? Haben wir so viele davon. So, dann legen wir eine Energie weg und ziehen ganz viel. Ja, perfekt. Voluminas. Wer sich nicht hätte heilen können, wäre jetzt weg. Kann ich nicht 2 Galaminen stapeln? Das wäre cool. Dann würde ich einfach mit 2 Galaminen zeitgleich arbeiten. Reicht trotzdem nicht, um dich am Leben zu erhalten. 100 Schaden mache ich auch so. Ziehe deine eine Karte, deine eine Preiskarte, die ich dir lasse. Die restlichen gehören alle uns. So, wir mischen jetzt die beiden Pokémon einfach wieder zurück. So, bis 2 Karten auf den Ablagestapel. Die da hätte ich gerne. Und ich glaube, auf einen Rocko können wir in dem Kampf hier verzichten. Okay, perfekt. Das erste Mal ist genäht wieder. Ja, das ist halt der Vorteil an unserem Deck. Wir kommen relativ gut an die Viecher wieder dran. Wie man ja sieht. Und 130 Schaden ist halt schon eine Menge. So, 1, 2 und 3. Sehr schön. Ja, du kannst uns gar nichts, du komischer Vogel. Du bist der Nächste. Auch wenn er unseren Zorn überlebt. Wir können ja eh nicht mehr 100 Schaden machen. Die Eisenmauer, die sie eingesetzt haben, reduzieren ja, glaube ich, für alle Pokémon, oder? Ja. 30 Schadenspunkte Reduktion. Das heißt, wir machen in dem Vieh sowieso schon nur 70. Obwohl, warum eigentlich die? Wozu haben wir die Teile hier? So. Obwohl, doch 100 Schadenspunkte machen wir noch. Warum machen wir noch 100? Ich dachte, wir wären um 30 reduziert. Aber irgendwie kriegen wir es trotzdem nicht kaputt. Hey! Wir hatten so schön viele Handkarten, aber da ist das genäht, danke sehr. Ich meine, ich würde mich auch gerne mit dem da prügeln. Ich meine, 6 Energien mal 3, 6 Energien, 6 Rückzugskosten mal 3. Kommt ein bisschen was zusammen, ne? Wenn wir da dann 190 Schaden, okay, minus 30, also 160 wahrscheinlich machen. 3 Angriffe, dann ist selbst so ein VMAX Relaxo tot. Und das auch bloß, weil der Schaden reduziert ist. Wäre der nicht reduziert, 2 Angriffe und das Vieh ist hin. Achso, wahrscheinlich, das betrifft nur Stahl-Pokémon, ne? Ah, jetzt hat er es ja ins Deck gemischt. Deswegen machen wir an dem Urgel nicht so viel. Hast du auch viele Rückzugskosten? Ne, nicht ganz so viele. Schade. Hätte er ruhig haben dürfen. Hätte ich kein Problem mit.
Orgel muss er sowieso nächsten Zug zurückziehen, sonst hau ich's weg. Hab ich aber auch kein Problem mit, wenn er es nicht macht. Ich kille auch gerne das Wurgel. So, Gravitationsfall. 100 Schadenspunkte wieder. Wie gesagt, ich hätte gerne die Galaminen gestapelt. Am besten noch zwei drüber, dass man dann 6 dazu kriegt. Dann wäre perfekt. Obwohl bringt's nicht. Ja, er zieht jetzt zurück, ne? Ja, okay, aber über den Tausch, immerhin. Couragierte Klinge ist in Ordnung. Nimm dir deine eine Preiskarte, wenn du dich damit wohlfühlst. So. Die eine Preiskarte werde ich aber nicht retten. Weil wir bereiten hier derweil wieder unsere Armee vor. Taborger können wir schon mal nehmen. So. Noch eine Angel. Und das Nasmid. So. Dann kümmern wir uns mal um den Störenfrieder. Jetzt die Runde kann er ja eh nicht angreifen. Ist ja seine Fähigkeit. Während des nächsten Zuges kann dieses Pokémon nicht angreifen. Kann bloß um 40 Schadenspunkte geheilt werden. Dann greifen wir an, dann tötet er uns, dann bringen wir ihn um und dann sind wir fast an unserem Ziel. Gegen wen tauscht er? Gegen ihn hier. Oh, da wo wir so richtig schön viel Schaden machen. Ich sag ja Galaminenstapel, ne? Wenn wir nochmal 6 draufkriegen, könnten wir das Vieh umbringen. Was Tech-Team-Ruf? Ah. Okay. Aber ohne Angriff sieht's für ihn nicht ganz so toll aus. So, ich mach mal das hier. Er hat ja unsere Karten eh schon alle reingemischt. Kriegen wir noch ein Voluminas? Naja, ich will die Energie. So, Voluminas? Nee. Kein Voluminas für uns. Ist aber auch okay. Wir haben genug. Dann gibt's auch, ja, für ihn gibt's keine Schadensreduktion, weil er nicht vom Typ Stahl ist. Bedeutet, noch ein Schlag und er ist weg. Jetzt ist gerade so der nachdenkliche Moment gekommen. Moment, 150 plus 190 sind 340. Es stirbt trotzdem. Und da es VMAX ist. Moment, was? Verdammt. Damit wird das Vieh auf die Bank gelegt und geheilt. Dann stirbt es doch nicht. Aber so langsam geben die Viecher alle den Geist auf. Trotz hin und her gewechselt. Kannst dich nicht ewig vor uns verstecken.
Wir sind die Armee der Nazgnet, beziehungsweise Voluminas. Und unsere Schreckensherrschaft kann nicht bezwungen werden. Wäre aber froh, wenn ich noch einen Voluminas hätte. Okay, wir haben noch ein Nazgnet. Das ist schon mal ein Anfang. Ein guter Anfang. Okay, wir sind auf jeden Fall nächste Runde mit dem Kampf sicher. Und das da beißt bald ins Gras. Ja, ist egal. Und wenn es jetzt noch komplett heilt. Der nächste Schlag macht 100 Schaden. Damit ist es tot. Und du musst es jetzt irgendwie zurückziehen. Das kommt als nächstes. Was hat er das abgeworfen? Achso, für die Aurora-Energie. Ja, und jetzt der Rückzug mit den 4 Energien. Nur für das VMAX-Relaxor. Okay, lass deine Wut an das Gnet aus, wenn du das möchtest. Ist okay, also, Voluminas. Ist in Ordnung. Finde ich, kann man mal machen. Ach, Moment, das eine Voluminas, das ist ja, geschlagen worden. Nicht geschlagen worden. Ne, das Nazgnet habe ich drunter gemischt. Ja, stimmt. Voluminas müsste sich noch irgendwo im Deck befinden. Aber egal. Bis nächste Runde haben wir ein neues. Sage ich ja. Wir haben genug von den Viechern. So, und 6 Rückzugskosten hat das Vieh auf keinen Fall. Kann es nicht erfüllen. Und der nächste Schlag ist tödlich. Weil so viel kriegt er nicht geheilt. Das ist viel zu viel. Nimm deine Preiskarte. Du hast deine Schreckensherrschaft lange genug gehalten. Es ist vorbei. Ja, das Voluminas-Deck, es ist ein bisschen langsam, aber es ist verflucht stark, habe ich das Gefühl. Sagt mir, was ihr davon haltet, lasst mir ins Kommentar da einen Daumen nach oben. Über die beiden Sachen freue ich mich ja generell immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Freitag, am Donnerstag ist ja, am Mittwoch ist ja Aufzeichnung. Und ja, schaut auch in die anderen Projekte rein, da mache ich auch eine ganze Menge Kram. Und mal schauen, was da in Zukunft noch kommt, weil ich ja auch ein Digimon-Projekt anfangen will. Und mit Pasch und Mega Man und ach, ich habe so viel geplant. Also, bis zum nächsten Mal, noch einen schönen Tag. Euer Wolf.